Hamburg im April 2013. Auf der vierspurigen Grindelallee fahren Pinguine, grüne Männchen und schräge Vögel Fahrrad. Aber es war nicht die Invasion der Außerirdischen, die Hamburgs Autofahrer aufrütteln sollte. Etwa 15 Aktivistinnen und Aktivisten des ADFC und VCD radelten in bunten Kostümen durch die Hansestadt. Die Aktion fand statt im Rahmen von Schon gecheckt, einer gemeinsamen Kampagne des ADFC Hamburg, der Hamburger Polizei und Organisationen aus dem Forum Verkehrssicherheit. Sie hat dieses Jahr das Motto »Hab dich im Blick« und wirbt dafür, dass Radfahrende am besten die Fahrbahn benutzen sollten, um sicher unterwegs zu sein. Die Kostüme der Aktivistinnen waren aber nicht nur ein Hingucker. Sie sorgten gleichzeitig auch für die Akzeptanz der Autofahrer für das wilde Treiben auf der Fahrbahn. Auf den ersten Blick war zu sehen, dass die Aktivisten nicht zufällig oder gar böswillig unterwegs waren. Und so kam man auch leicht ins Gespräch und konnte die Message mit einem Lächeln an die Kraftfahrer bringen. Fahrräder sind im Regelfall auf der Fahrbahn unterwegs, sicherer als auf dem Radweg und legal überall dort, wo Radwege nicht durch blaue Schilder gekennzeichnet sind. Doch für viele Autofahrer scheint immer noch nicht klar zu sein, dass die Zweiräder nur mit entsprechender Umsicht und ausreichend Abstand überholt werden dürfen. Die Aktion der radelnden Spaßguerilla konnte diese Botschaft gut vermitteln und fand viel Zuspruch von anderen Verkehrsteilnehmern.